mit zwei Teamkollegen. Das heißt also, wir informieren Leute über die Drogen nehmen wollen. Wir geben Safer Use Materialien raus. Und ich habe mich so Ende letzten Jahres angefangen, mich mit diesem speziellen Thema zu beschäftigen. Also mit dem Handel von Drogen über die Messenger-Dienste, und darum soll es vor allem in diesem Vortrag gehen. Und deswegen habe ich es auch Drogenhandel 3.0 genannt, weil 2.0 wäre für mich tatsächlich der Handel über das Darknet. Da werde ich auch kurz drauf eingehen, ist ja wahrscheinlich allen ein Begriff. Und das ist aber so noch relativ neu, das Ganze über Messenger-Dienste. Und genau, ist eine spannende Sache, und deswegen gehen wir hier ein bisschen drauf ein. An dem Wording seht ihr schon, es ist so ein bisschen vielleicht betriebswirtschaftlich angehaucht, liegt daran, dass ich eigentlich aus dem Bereich komme, arbeite zwar gerade nicht darin, aber komme eigentlich aus dem Wirtschaftlichen, habe das studiert, und deswegen gucke ich so ein bisschen mit diesem Blickwinkel drauf, das heißt einmal aus einem wirtschaftlichen, marketingtechnischen Winkel und zum anderen so aus diesem ehrenamtlichen Drogenthema daraus. Genau, dann würde ich sagen, geht's mal los. Hier ist ein kleiner Überblick, worum es eigentlich geht jetzt in dem Vortrag. Und zwar geht es um Drogenhandel abseits der Straße, also über Messenger-Dienste, hier vor allem Telegram und über Social Media, zum Beispiel Instagram oder Snapchat, und eben auch kurz nochmal über das Darknet. Dann vor allem so die Unterschiede zu den alten Vertriebswegen. Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile für die Marktbeteiligten? Also das heißt zum einen für die Dealer und zum anderen für die Konsumenten. Und welche Rolle spielt die Polizei oder die Justiz dabei? Was hat die Globalisierung eigentlich damit zu tun? Und vor allem natürlich die Digitalisierung der Drogenszene. Also wie verändert das den Drogenhandel weltweit, diese neuen Möglichkeiten? Und am Ende so, was ist eigentlich die Konsequenz daraus, zum Beispiel für die Polizei, für die Clubszene und aber auch für die akzeptierende Drogenarbeit? So, ganz kurzer Überblick, Drogenhandel im Darknet, wie gesagt, das ist ja, da haben die meisten schon mal vermutlich was von gehört, und dass Leute schon vor vielen, vielen Jahren angefangen haben, Drogen über das Internet zu verkaufen, zum Teil auch über das Clearnet, aber eben praktischerweise natürlich auch im Darknet. Und ich würde sagen, gerade so in der normalen Gesellschaft vielleicht, die sich jetzt auch nicht so auskennt, da ist die Vorstellung oft, dass es im Darknet eigentlich fast nur darum geht, Drogen zu verkaufen, Waffen zu kaufen oder sogar Pornografie, Kinderpornografie oder sowas. Das ist natürlich nicht der Fall. Hier ist mal so eine ganz kleine Übersicht. Da muss ich aber, glaube ich, euch auch nichts erzählen, oder vielen von euch zumindest. Es sind natürlich auch ein großer Teil legale Inhalte. Man muss aber sagen, was so Handel angeht, sieht man schon, Drogen kommen tatsächlich direkt danach. Also Drogen sind nicht der größte Teil des Darknets, aber sie machen schon einen nicht zu unterschätzenden Teil aus. Und dann eben aber auch solche Sachen wie Finanzbetrug, Waffen natürlich auch, aber Drogen spielen da schon eine große Rolle. Und verkauft werden die dann auf speziellen Drogenmärkten. Und die sehen unterschiedlich aus. Also es gibt Märkte in verschiedenen Größen, von zum Teil einem Händler. Das ist dann vielleicht eine Website, also, oder eine Darknet-Seite von einem Händler, der nur da verkauft, bis zu mehreren tausend Händlern pro Markt. Und auf diesen Seiten sind meistens Drogen das Hauptprodukt. Es gibt aber auch da eben andere Produkte zu kaufen oder Services, zum Beispiel Falschgeld, vor allem digitale Waren, zum Beispiel um jetzt, Kreditkartendaten und solche Geschichten. Und ich vermute, einige waren bestimmt schon mal auf so einer Seite, für die, die noch nicht drauf waren, auf so einem Markt. Es hat alles einen sehr einfachen, simplen Look. Es ist einfach zu bedienen, und es sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Amazon oder so aus den 90ern. Das heißt, die meisten Leute sind da relativ schnell vertraut mit, wenn sie auf so einer Seite gucken. Besonderheit ist natürlich, dass die Bezahlung ausschließlich mit Kryptowährungen, sorry, hier steht digitales Geld, habe ich verändert, eigentlich mit Kryptowährungen funktioniert. Das heißt sowas wie Bitcoin natürlich, aber auch andere mittlerweile, am Anfang war es nur Bitcoin für eine Weile, dann auch Monero
und Bitcoin Cash und solche Geschichten. Mittlerweile gibt es sogar, glaube ich, einen Markt, wo nur mit Monero gehandelt wird. Und ja, so läuft das da. Und genau, hier ist mal ein kurzer Ausschnitt quasi, wie das so aussehen könnte, auf diversen Seiten. Genau, deswegen, wie ich gesagt habe, ne, es ist ähnlich zu Handelsseiten aus dem Clear Web. Das heißt, hier links haben wir die die ganzen Produkte oder Kategorien sozusagen, in die man gucken kann und wie viele Listings es da gibt. Und hier kann man dann mal sehen, wie die angeboten werden. Hier tatsächlich, also manchmal wird es direkt mit der Bitcoin-Preis angezeigt und manchmal die Währung, also US-Dollar oder Euro oder was auch immer. Ja, und da kriegt man tatsächlich relativ viel auf diesen Märkten. Was sind denn da so die Vorteile von diesen Darknet-Märkten? Wie gesagt, also wenn ich von Vorteilen spreche, dann sehe ich das aus Dealer-Sicht oder aus Konsumentensicht. Ne? Wenn wir jetzt so rein gesellschaftlich gehen oder aus der Polizei, aus der Sicht der Polizei sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber das betrifft jetzt eben Sicht der Konsumenten oder der Dealer. Also zum einen gibt es eine sehr große globale Auswahl. Wenn ich jetzt als Konsument mir Drogen besorgen möchte, dann habe ich, wenn es hochkommt, vielleicht ein, zwei Personen, wo ich weiß, aha, ja, da kriege ich was. Aber das ist natürlich immer begrenzt. Ich bin auch auf die Preise angewiesen dieser Menschen. Und im Darknet, also auf diesen Märkten, sieht es dann schon ganz anders aus. Kann sehr große Mengen auch kaufen. Ich habe quasi ja Zugriff auf Händler aus aller Welt. Und ich kriege auch alle Produkte theoretisch. Also es gibt fast keine Droge, würde ich sagen, die man im Darknet nicht kaufen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Dealer. Ja, die haben also können halt viele Konsumenten erreichen, die sie sonst gar nicht erreichen könnten. Die Qualität ist tatsächlich oft besser im Darknet im Vergleich zur Straße sozusagen, wenn man das testet. Das wird manchmal getestet, wenn solche Darknet-Bestellungen doch mal abgefangen werden. Aber auch natürlich, wir arbeiten auch mit anderen Organisationen in Europa zusammen, die Drug-Testing machen. Das ist in Deutschland leider verboten, aber das wird in vielen anderen europäischen Ländern gemacht. Und da gibt es eben die Infos dazu, dass die Qualität oft besser ist. Und das liegt so ein bisschen daran, dass da weniger Zwischenhändler noch drin sind. Man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt hier jemand in Berlin zum Beispiel Koks verkauft, ja, dann ist das durch ganz viele Hände gegangen. Es startet in Mittelamerika oder in Südamerika und geht dann meistens nach Spanien oder nach Holland. Und dann muss das erstmal nach Deutschland kommen. Und da haben sehr viele Leute ihre Hände dazwischen drin und strecken das dann natürlich auch, um da mehr Gewinn rauszuschlagen. Im Darknet ist es nicht immer so. Da fehlen oft ein paar Zwischenschritte sozusagen. Das heißt, man kommt eher an den an einen etwas größeren Händler direkt dran, der das dann nicht unbedingt gestreckt hat. Ist nicht immer so natürlich, aber schon öfter der Fall. Ja, und die Preise sind dadurch tatsächlich auch besser. Auch, ne, ist wieder das Gleiche. Kann man vergleichen, wie wenn man jetzt von einem Online-Händler direkt was kauft, ja, dann ist es meistens günstiger, als wenn das erst über den stationären Handel geht, weil ja niemand eben nochmal dazwischen ist, der auch nochmal Geld dafür haben will. Der Kauf ist komplett anonym. Das heißt, man muss keinen Dealer treffen oder die Dealer müssen auch keine Konsumenten treffen. Das ist natürlich ziemlich praktisch, sage ich mal. Da gibt es keine großen Gefahren. Man muss theoretisch noch nicht mal kommunizieren miteinander. Eigentlich, ne, läuft das fast so, dass man klickt auf Kaufen, ja, dann überweist man die Kryptowährung und dann wird es im besten Falle verschickt. Und genau, es gibt tatsächlich so eine Art Bewertungssystem von Käufern, weil man weiß ja dann eben gar nicht, mit wem man es da zu tun hat. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, kann man jetzt mit Amazon vergleichen, ja, dass Leute, die etwas gekauft haben, können dann eine Bewertung abgeben, ja, ob das eben gute Ware war oder schlechte Ware, wie schnell das angekommen ist. Was ganz wichtig da immer ist, ist so ein Begriff, der nennt sich Stealth. Das heißt also, wie gut ist die Droge versteckt, ja, in dem Päckchen oder in dem Brief, den man bekommt. Es spielt gerade vielleicht eine Rolle bei Cannabis, was ja auch ein bisschen stärker riecht. Da ist es dann schon relativ wichtig, dass die Leute das gut einschweißen und vakuumieren. Und sowas bewerten die Leute dann eben.
Genau, noch ein anderer Vorteil ist, dass tatsächlich der Postversand relativ sicher ist. Also viele Leute, wenn die so das erste Mal hören davon, dass Leute Drogen im Darknet bestellen, dann sagen sie, oh Gott, ja, wie mit der Post? Ja, das geht doch gar nicht, das ist doch total gefährlich. Nee, tatsächlich nicht. Gerade jetzt nochmal, Weihnachten ist natürlich speziell, aber auch so, es werden so viele Briefe und Pakete verschickt, allein in Deutschland, dass der Zoll da einfach und die Polizei keine Chance haben, das alles zu kontrollieren. Es kann auf jeden Fall mal passieren, dass so ein Brief nicht ankommt, aber es ist eigentlich eher selten. Aber Nachteile gibt es trotzdem, wie gesagt, für Konsumenten und Dealer. Zum einen, jetzt haben wir wieder hier das digitale Geld, also wie gesagt, Kryptowährungen eben. Also man kann die Drogen nur mit Kryptowährungen kaufen. Gerade in der Vergangenheit gab es da öfter mal Überweisungsprobleme. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an eine Zeit, da hat es ewig gedauert, also vor so ein paar Jahren, wo dass Bitcoin überwiesen wurden. Ja, das hat zum Teil dann Tage gedauert. Das gibt es natürlich immer mal nochmal. Oder was auch eine große Sache ist, sind Währungsschwankungen. Ja? Also die Leute, die vielleicht da im Kryptobereich mal sich was gekauft haben oder sogar investiert haben, die wissen das mit Sicherheit. Und das macht es natürlich schwer, ja? Wenn ich was für die Währung Euro kaufe, dann habe ich immer eine Vorstellung davon, wie viel ist ein Euro. Bei, sagen wir jetzt mal, Bitcoin als Beispiel ist das dann etwas schwieriger. Und das macht es natürlich gerade schwierig für auch für die Dealer, ja, die jetzt sagen, okay, ich verkaufe mein Produkt für so und so viel Bitcoin und bekomme das dann. Und in der nächsten Woche sind diese Bitcoin, die ich da eben habe, deutlich weniger wert. Ja, und das ist dann vielleicht eher so ein Nachteil. Macht es natürlich auch alles ein bisschen komplizierter. Dann haben wir auf Darknet-Märkten relativ viele Scammer, also Betrüger, das heißt Leute, die Ware eben nicht verschicken. Das hat man dann im normalen Real-Life eben auch nicht so, wenn man vielleicht direkt zum Dealer geht, ja, dann muss der einem natürlich meistens das Produkt geben. Ob es dann das ist, was man wollte, ist eine andere Sache. Aber es ist eben, so leicht kann man da vielleicht nicht betrügen. Dann hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, der Postversand. Es ist relativ unwahrscheinlich, aber ein kleines Risiko gibt es natürlich trotzdem. Ja, die Polizei kontrolliert Post. Wenn es aus dem Ausland kommt, dann guckt auch der Zoll sich das mal an. Und es kann natürlich auch immer mal passieren, dass die Post einfach generell nicht ankommt. Das heißt, es gibt eben viele Leute, die mal was bestellen und dann ihre Ware nicht bekommen. Ja, eine ziemlich große Sache, und das ist ein sehr großer Nachteil, warum sich auch zwischendurch wieder viele Leute so abgewandt haben vom Drogenhandel im Darknet, ist die Tatsache, dass es sehr unbeständig ist. Also diese Märkte an sich, und zwar liegt das an zwei Gründen. Zum einen ist es natürlich so, dass die Polizei sich auch dahinter geklemmt hat, also auch auf internationaler Ebene und eben öfter mal Darknet-Märkte hochnimmt. Das ist in letzter Zeit öfter passiert mit einigen Märkten. Eine andere Geschichte sind Exit-Scams. Das heißt also, es funktioniert ja so, dass quasi das Kryptogeld auf der Plattform gelagert wird. Das heißt also, man überweist das und der als Konsument und der Händler bekommt das erst, wenn man als Konsument angegeben hat, dass das Produkt da ist. In der Zwischenzeit lagert das Geld eben auf dem Markt, und was dann einige Betreiber dieser Märkte machen, ist, sie behalten ganz viel, zahlen das erstmal nicht aus und machen dann den Markt dicht und verschwinden. Ja, das ist in der Vergangenheit auch schon ziemlich oft passiert und macht es eben unsicher, vor allem eher für die Dealer tatsächlich, mehr als für die Konsumenten, die einfach oft mehr Geld auf diesen Märkten haben. Manchmal ist es leider auch so, dass die Händler Daten speichern. Also man muss natürlich seine Adresse angeben, wird zwar verschlüsselt, aber es ist trotzdem so, dass manche Händler so clever sind, dass sie Kundendaten auf ihren Geräten speichern. Und wenn dann tatsächlich mal ein Händler von der Polizei geschnappt wird, dann kommen die oft darüber noch an die Kundendaten. Es ist nicht so leicht, den Kunden das dann nachzuweisen, aber die Adresse haben sie schon mal. Und das kann natürlich auch ein bisschen gefährlich sein.
Ja, und dann noch tatsächlich ein relativ großer Nachteil sind relativ lange Lieferzeiten. Das ist dann doch leider nicht so zu vergleichen mit Amazon Prime oder sowas, sondern meistens lassen sich die Verkäufer da relativ viel Zeit, bis sie sowas verschicken. Und das dauert dann schon mindestens ein paar Tage oder auch mal ein paar Wochen, wenn es aus dem Ausland kommt. So, das war jetzt mal kurz, wie gesagt, zum Darknet. Wir wollen ja eigentlich noch auf was anderes hinaus, und zwar auf den Handel über Messenger-Dienste. Und genau, das ist, wie gesagt, eine sehr spannende Sache. Gibt es noch nicht so lange. Was es schon etwas länger gibt, ich würde schätzen, so seit vielleicht 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, das war lange mal fast so eine Urban Legend, ob es das überhaupt gibt. Das gibt es aber tatsächlich in Berlin natürlich, aber mittlerweile auch in vielen anderen Städten, und zwar das Koks-Taxi. Und ja, das sieht so aus, dass die Dealer irgendwann angefangen haben, statt die Kunden zu sich zu holen oder das auf der Straße zu verkaufen, Nummern rauszugeben in Form von Visitenkarten. Da seht ihr hier rechts ein Bild dazu. Diese Visitenkarten sagen quasi meistens, dass Obst verkauft wird. 24 Stunden lang, dass man quasi einen Service anrufen kann und dann sich bestimmtes Obst liefern lassen kann. Und ja, natürlich steckt da meistens was anderes dahinter. Und genau, diese Visitenkarten wurden verteilt, vor allem in Clubs, manchmal auch in Bars. Und dann konnten halt Leute da anrufen oder schreiben und haben dann gesagt, hey, ich bin hier, kannst du kommen und so weiter. Es ist wirklich ein 24-Stunden-Service bei vielen von denen, und es ist auch so organisiert wie normale Unternehmen. Das heißt, es gibt oft einen Schichtdienst, ja, und es wird also eingeteilt, wer fährt wohin. Es gibt tatsächlich auch jemanden, der alle Nachrichten annimmt und dann die Leute verteilt wie in einem richtigen Taxi-Unternehmen. Also ist oft schon professionell aufgebaut. Da sieht's aber so aus, die heißen ja Koks-Taxis, und es war zum Teil auch lange, ging es auch nur um Kokain, und es wurden keine anderen Drogen verkauft. Liegt daran, dass Koks eben die größte Marge hat beim Verkauf. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Koks-Lieferdienste, diese Koks-Taxis mit diesen Visitenkarten hauptsächlich aus dem Clan-Milieu kommen, also aus den arabischen Großfamilien, die oft den Zugang haben zu größeren Mengen Kokain. Also die kriminellen Clans. Genau, und die Polizei hatte das tatsächlich lange nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, es war ja auch mal sowas wie eine Legende irgendwie, und irgendwann sind die dann drauf gekommen, dass das doch tatsächlich existiert und dass da kein Obst verkauft wird, sondern reinstes weißes Koks. Ja, das, was ich ganz am Anfang ja angesprochen hatte, was jetzt relativ neu ist, aber ist der Handel über Messenger-Dienste, allen voran Telegram. Telegram ist ja gerade so ein bisschen, ich würde sagen, in Verruf geraten. Ist ja mittlerweile auch oft in den Medien durch bestimmte Gruppen oder bestimmte, weiß ich nicht, vegane Köche oder Schlagersänger, die da Gruppen aufmachen und darüber kommunizieren. Also jetzt gerade eben in der Corona-Zeit sind ja viele Leute da auf diese Kommunikationsweise rübergegangen. Liegt natürlich daran, dass es relativ praktisch ist. Also Telegram bietet so ein paar Vorteile gegenüber anderen Messenger-Diensten. Auf die gehe ich gleich nochmal ganz kurz ein, warum das auch für den Drogenhandel interessant ist. Also warum gerade Telegram und warum jetzt nicht irgendwie WhatsApp oder Signal oder was es noch sonst noch alles gibt. Generell jetzt erstmal Messenger-Dienste sind natürlich super praktisch. Ja, ich glaube, die meisten von uns benutzen das. Es ist eine sehr einfache Nutzung. Mittlerweile, man schreibt ja keine SMS mehr, sondern meistens über so einen Dienst. Man hat das Handy immer dabei. Genau, theoretisch ist eine anonyme Kommunikation möglich durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da seid ihr auch mehr wahrscheinlich oder viele von euch mehr Experte als ich auf jeden Fall. Es ist ja tatsächlich so, dass bei WhatsApp alles Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Aber WhatsApp, Facebook und so, ja, also da kann man sich natürlich nicht sicher sein. Deswegen war es ja lange so, dass Telegram so ein bisschen propagiert wurde als, ja, das ist viel sicherer. So raus ist das noch gar nicht, ob jetzt Telegram so sicher ist. Ich glaube, da gab es auch schon viele
Berichte, vielleicht gibt es auch hier einen Talk schon dazu, ich weiß es nicht, dass das ja doch gar nicht so ist. Und da muss man eben sagen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja nur, wenn man sie direkt antippt. Ja. Und das machen viele Leute gar nicht, weil die auch gar nicht wissen, wo das ist und so. Und das heißt, die meisten Leute, die normal über Telegram kommunizieren, kommunizieren nicht verschlüsselt. Und genau, man weiß ja zwar, wer so der Kopf dahinter ist, aber genau wie das alles läuft, weiß man nicht. Und so sicher macht es dann Telegram eben nicht. Aber ja, die Leute benutzen es und das ist eben praktisch. Und zwar vor allem durch einen Faktor. Und das ist die Tatsache, dass bei Telegram es möglich ist, große Gruppen und Channels zu haben. Und das ist eben ein Unterschied zu WhatsApp. Vor allem Gruppen gibt es da zwar auch, die sind aber limitiert auf eine bestimmte Größe. Ich weiß leider gerade nicht, wie viele. Aber nicht allzu viele. Und es gibt Channels, also Kanäle, wo Leute direkt etwas posten können quasi und die anderen aber nur mitlesen und nicht zurückschreiben. Genau, und generell, ne, das Ganze, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir benutzen das wahrscheinlich alle tagtäglich. Es hat eine sehr dynamische Handhabung und die Kommunikation ist einfach ziemlich einfach über diese Dienste. Wie sieht denn jetzt der Drogenhandel auf Telegram aus? Es gibt, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, zwei Wege der Vermarktung. Und zwar zum einen Gruppen, zum anderen Channels. Ich zeige gleich nochmal, wie das aussieht. Warum die Leute das machen. Aber wie gesagt, das ist ein sehr großer Vorteil und bietet sich daher an. Und deswegen ist es eben so favorisiert worden von den Drogenhändlern. Der Verkauf erstmal läuft hauptsächlich lokal. Also ich hatte ja gerade gesagt, Darknet ist tatsächlich international. Ich könnte jetzt theoretisch hier in Deutschland was aus einem anderen Kontinent bestellen, zumindest aber aus anderen europäischen Ländern. Bei Telegram läuft das meistens in einem Stadtbereich, manchmal auch national oder auch mal international, aber meistens eher lokal. Es funktioniert so, Dealer posten ein Angebot, dann läuft die Kommunikation mit dem Konsumenten, wenn der eben interessiert ist. Und dann folgt die Lieferung per Auto, also ähnlich wie bei den Koks-Taxis. Es gibt auch, manchmal bieten Leute das auch an, das abzuholen, aber fast, also in den meisten Fällen, wird es per Auto direkt an die Adresse geliefert. Das heißt also, man gibt seine Adresse an. Naja, nicht unbedingt die eigene Adresse, sondern man kann natürlich auch einfach irgendwas anderes angeben, aber eben die Person da treffen. Und dann kommen die dahin. Und dann sieht es so aus, dass man da einsteigt mit dem Objekt. Tatsächlich, also ne, es ist nicht so, man geht an das Fenster, sondern die Leute steigen meistens ein, entweder auf den Beifahrersitz oder hinten, eben wenn zwei Leute drin sind. Und dann erfolgt der Deal im Auto und die Person fährt meistens so ein paar Meter weiter und dann geht man wieder raus. Ja, und so sieht das da aus. Die Distribution ist auch wieder im Gegensatz zum Darknet eher an den Endverbraucher gerichtet. Also eigentlich so wie der klassische Dealer sind das dann, ich sag mal, Mengen zum Eigenverbrauch. Und es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Das heißt, man kann theoretisch auch als Konsument größere Mengen kaufen. Aber es ist eher so, dass es so die kleinen üblichen Mengen sind, wie man auch vom Straßendealer oder so holen würde. Es gibt da kleinere und mittlere oder mittelgroße Operateure. Das heißt zum Beispiel manchmal nur einzelne Dealer, die das alles alleine machen, ja, die vielleicht auch nur bestimmte Lieferzeiten haben. Und wie auch ähnlich bei den Koks-Taxis, organisierte Gruppen, wo es mehrere Fahrer gibt, vielleicht mehrere Leute, die die Kommunikation übernehmen und die auch oft so einen 24-Stunden-Dienst haben. Genau, und das ist eben so die neue Form eigentlich des schon etwas älteren, bekannten Koks-Taxis, über das ich gerade geredet habe. Jetzt kommt das im Speziellen, das mit den Gruppen und mit den Channels. Der Verkauf über Gruppen, das läuft so, wie gesagt, die Gruppen sind zum Teil sehr, sehr groß. Also ich habe Gruppen gefunden zwischen 10 und 10.000 Usern in diesen Drogenhandelsgruppen. Es gibt zum einen exklusive Gruppen, in die man eingeladen werden muss oder den Link braucht. Und es gibt offene Gruppen, die man tatsächlich einfach findet, wenn man jetzt da bestimmte Begriffe oder Gruppen sucht. Bei Telegram. Die
Gruppen sind tatsächlich, also die größeren zumindest, meistens durch Admins organisiert, die das manchmal auch so ein bisschen moderieren, die vielleicht auch mal Leute entfernen, wenn sie nerven oder so, oder auch betrügerische Dealer entfernen. Es gibt besonders in diesen großen Gruppen tatsächlich Listen mit einer Auswahl an verifizierten Verkäufern. Das heißt, die Betreiber der Gruppe weisen also darauf hin, hey, wenn ihr hier was kauft, ja, dann nur von dieser Liste, da seid ihr safe, wir haben die getestet oder wir wissen zum Teil, wer das ist, und kauft nicht bei Leuten, die da einfach sowas anbieten. Weil das passiert nämlich auch, dass Leute einfach hier posten, hier, ich verkaufe das, aber von den Gruppenbetreibern eigentlich das nicht dürfen. Die Dealer posten dann so regelmäßig ihre Produktlisten, ihre Menüs, schreiben also, was sie verkaufen. Manchmal schreiben sie den Preis direkt dazu, manchmal nicht. Ich zeige gleich noch Bilder, dann wie das aussieht. Genau, die Verkäufer, also die Dealer dürfen halt eben Werbung für sich machen. Das heißt, die dürfen diese Menüs posten, die dürfen aber auch sagen, ich habe das beste Koks und jetzt hier und oder eben andere Drogen und jetzt 30% Rabatt oder irgendwie sowas. Und das wird tatsächlich auch ziemlich viel gemacht. Einige der Verkäufer in bestimmten Gruppen müssen auch Gebühren dafür zahlen an die Betreiber der Gruppe. Und dadurch verdienen eben die Betreiber der Gruppe was, die sich dann um diese Gruppe kümmern. Ja, und die Konsumenten können die Dealer auch direkt anschreiben. Das heißt, man kann einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat starten. Man kann aber auch einfach als Konsument anfragen, in diese Gruppe posten, hey, ich bin gerade in Kreuzberg und ich hätte gerne Ketamin. Wer kann mir jetzt hierhin was liefern? Für welchen Preis? Und die Dealer melden sich dann darauf. So, jetzt habe ich hier mal ein paar Screenshots, wie das zum Beispiel dann aussieht. Also hier links haben wir dann zum Beispiel mal eine von diesen großen Gruppen. Da kann man dann sehen, ja, 7.500 Mitglieder. Und genau, die Leute posten dann da gerade einfach rein, ne, die User der Gruppe, also nicht die Dealer, sondern die Konsumenten. Hier, ich brauche Coke, ja, in Mariendorf oder Speed in Kreuzberg. Keta am Spittelmarkt und so weiter. Und meistens melden sich die Dealer dann eben privat bei denen und manchmal auch direkt in der Gruppe. Genau, hier rechts oben sieht man mal so ein, zum Beispiel, wie das dann aussieht, so ein Menü von einem Dealer und auch dieser Dealer oder Dealerin tatsächlich in dem Fall schreibt auch direkt dabei, dass es einen Mindestbestellwert gibt, 80 Euro, in dem Fall ziemlich hoch, ja, und schreibt eben dann auf, was es gibt und oben auch die Zeit, ja, wann sie verfügbar ist. Und hier unten rechts ist nochmal ein Menü, so richtig designt, von jemandem, der tatsächlich fast alles hat. Es gibt nämlich Dealer, die immer sich auf ein oder zwei Drogen beschränken, oft Gras und Koks, aber eben auch manchmal andere Sachen. Und es gibt aber auch große Dealer-Gruppen, ja, die dann eben wirklich fast alles abdecken. Also wenn ihr euch das mal anguckt, wenn man das sehen kann, ist der Verkauf Koks, Methadon, Amphetamin, Ketamin, MDMA, 2CB, LSD. Also eigentlich fast das ganze Programm, was Leute in Berlin vor allem begehren. Das war der Verkauf über Gruppen. Jetzt gibt es noch den Verkauf über Channels. Ein Channel gehört einem Verkäufer sozusagen. Also da posten die Leute nicht einfach was rein und anfragen, sondern der Verkäufer postet. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil dadurch gehen die Sachen nicht so schnell unter. In diesen großen Gruppen gehen die Posts von den Dealern oft sehr schnell unter. Ja, und dann meldet sich eben keiner bei denen. Und hier ist der Vorteil für die Dealer, dass sie das dann direkt eben sehen können. Und genau, viele Verkäufer posten so mindestens einmal täglich, wenn nicht öfter, ihre Angebote, ja, damit die ganze Zeit so da ist, eben hier, kauft, 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 so ein Angebot, ja, was wollt ihr haben, damit die Leute auch nochmal daran erinnert werden. Genau, das heißt, für den Verkäufer ist es sehr praktisch und einfach zur Hand haben. Und die Verkäufer müssen natürlich aber ihre Channels irgendwie bewerben. Und das machen sie meistens dann über diese größeren Gruppen. Das heißt, sie posten, hey, hier ist mein privater Channel. Wenn euch meine Sachen gefallen, dann kommt doch direkt hier rein. Und hier poste ich direkt immer meine neuesten Angebote. Genau, hier ist mal so ein Beispiel von einem Channel. Hier links auch eine etwas größere Gruppe, die relativ auch ein großes Angebot hat. Das ist dann deren eigener
Genau, eigener Channel, da oben sieht man, es sind trotzdem auch also etwas über 3000 Abonnenten und genau, die schreiben eben auch von wann bis wann, ja, und dann da unten eben, was sie denn so verkaufen. Ich hatte ja gesagt, also das meiste richtet sich an den Endverbraucher. Es gibt tatsächlich aber auch mal Gruppen oder Channels, in denen Dealer verkaufen, die deutlich größere Mengen verkaufen. Ist aber, wie gesagt, sehr selten. Habe ich auch lange gebraucht, bis ich sowas gefunden habe. Also ist alles nur zu Recherchezwecken hier natürlich. Hier oben rechts zum Beispiel sieht man dann eben, ne, die Mengen. Das ist ein Händler aus den Niederlanden, glaube ich. Also da sehen wir schon, ne, 20.000 Teile, zum Beispiel Ecstasy oder MDMA-Kristalle, ja, hier bis zu 5 Kilogramm. Speed fängt erst ab einem Kilogramm an. Das gibt es eben auch. Dementsprechend niedrig sind dann natürlich auch die Preise. Das funktioniert dann aber nicht über Auto, ja, bringt es zu dir, sondern die verschicken zum Teil so kleine Pakete oder die Leute fahren dann eben dahin und machen Übergabe. Ja, das heißt, das wirkt auch jetzt alles eben so einfach und easy, aber man muss sich natürlich da auch immer bewusst machen, dass man hier mit Kriminellen, zum Teil Schwerkriminellen, Kontakt hat. Ja, also das vergessen, glaube ich, Leute oft, dass das da so der Fall ist. Ja, und es ist natürlich auch so, dass die da das ja möglich ist bei den Messenger-Diensten, die Leute natürlich auch Bilder und Videos posten, ja, auch immer anfüttern die Leute hier, ja, mein Zeug. Das ist natürlich nie ein Garant dafür, dass die Person, die das da verkauft, auch wirklich das hat. Ja, aber es funktioniert einfach trotzdem nur. Die posten ein Bild von einem total toll aussehenden Block Kokain, ja, und die Leute denken, oh wow, ja, das muss ich haben, auch wenn sie vielleicht nur gestrecktes Zeug verkaufen. Genau. Auch beim Messenger-Handel gibt es einige Vorteile. Und zwar, wie gesagt, wieder für Konsumenten und Dealer. Auch da hat man eine große Auswahl an Verkäufern und für die Dealer jeweils Käufer. Also die können deutlich mehr erreichen als vorher. Und selbst mit diesen, wenn man das mit diesen Koks-Taxis vergleicht, ja, die mussten immer diese Visitenkarten erstmal verteilen, haben die Leute die vielleicht auch mal verloren und so, haben es natürlich auch mal weitergegeben an andere. Aber das hier über diese Messenger-Dienste oder über Telegram ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ist also für beide sehr praktisch. Ja. Ich bin auch, was das heißt natürlich auch, die Preise, ja, können dadurch eben zum Teil für die Konsumenten mal günstiger sein. Genau, das ist also eigentlich, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, relativ praktisch. Man hat eine ganz gute Übersicht über das Angebot und das eben ist auch relativ groß. Nicht so groß wie im Darknet, aber größer als so, wenn die Leute vielleicht irgendwelchen Leuten gehen, ja, da ist das Angebot dann doch etwas größer. Hier ist es ja so, dass, hatte ich ja gesagt, in den meisten Fällen ist das Angebot lokal. Das heißt also, die Bezahlung findet in bar statt. Und das ist für viele Leute tatsächlich ein Vorteil. Die von euch, die sich mit Kryptowährungen auskennen und mit dem Darknet und so und mit Verschlüsselung und allem oder versucht, also die wissen, wie man möglichst privat sich da generell im Internet bewegt, für die ist es, glaube ich, alles so, ja, warum? Das ist ja alles total einfach. Krypto ist auch total praktisch. Man muss aber sagen, für einen Großteil der Konsumenten ist das nicht unbedingt, die finden das kompliziert, ja, also für die ist das so ein großes Mysterium, ja, wie kriege ich jetzt überhaupt Kryptogeld oder ja, wie kommuniziere ich denn und Verschlüsselungsgeschichten, da haben viele Leute gar keine Lust, sich mit zu beschäftigen, wisst ihr wahrscheinlich, und dadurch ist das für viele Leute deutlich praktischer, die wollen ganz normal mit bar bezahlen, ja, wollen aber trotzdem ein gutes Angebot haben, guten Service, und deswegen greifen viele Leute darauf zurück, anstatt jetzt zum Beispiel was im Darknet zu kaufen. Wie schon gesagt, die Kommunikation ist super schnell und direkt, ja, fast in Echtzeit quasi, das im Darknet auch ganz anders ist, wenn man überhaupt kommuniziert. Und das ist, wie gesagt, auch sehr praktisch. Ich hatte ja gesagt, also die Konsumenten können auch Anfragen stellen und sich Angebote einholen. Das heißt, bin ich auf eine Person angewiesen, kann mir erstmal anhören, was hast du, was kostet das? Und da gucke ich vielleicht nochmal weiter, ob das nicht jemand günstiger anbietet. Die Lieferung ist sehr schnell, meistens so zwischen
15 und 30 Minuten. Also fast schneller als ein Essenslieferdienst. Und das ist natürlich ziemlich krass. Ja, das heißt, die Leute sind vielleicht gerade im Club, jetzt gerade nicht, seit knapp einem Jahr, aber vor einer Weile noch, ja, sah es dann einfach so aus, man ist im Club, ja, und man hat irgendwie Lust auf irgendwas, ja, und innerhalb, wie gesagt, von maximal einer halben Stunde sind die Leute da und man hat das Zeug. Ja, das ist natürlich auch sehr verführerisch, was dann vielleicht eher am Ende negativ ist. Spreche gleich nochmal ganz kurz drüber. Genau, wie gesagt, 24/7, ja, also man findet immer Leute, die das rund um die Uhr liefern. Das heißt, man kann, wie gesagt, auch zu jeder Tageszeit das machen. Und das war früher auch anders, ne? Das heißt, also früher haben die Leute sich eher eingedeckt vielleicht, ja, für so ein Wochenende. Und dann war es das eben, ja. Da musste man wieder warten, bis man wieder den Dealer treffen kann. Und da ist es einfach 24 Stunden verfügbar. Und es gibt auch Möglichkeiten, da die Dealer zu bewerten. Und wie gesagt, diese Verifikation der Verkäufer ist natürlich ein bisschen schwierig, ja, weil jeder kann da irgendwas schreiben. Aber für viele Leute ist das so ein bisschen, ja, so ein Sicherheitsgefühl. Die Nachteile gibt es aber auch. Ein Wort hatte ich gerade schon mal genannt, ist, wie gesagt, wie bei Essenslieferdiensten, es gibt einen Mindeststellwert und der ist relativ hoch. Der liegt bei 50 Euro meistens. Manchmal etwas weniger, manchmal etwas höher, wie gerade schon gesehen hatten. Und das bedeutet natürlich, ich muss immer Drogen für mindestens in diesem Wert kaufen. Das heißt, die Person, die vielleicht jetzt mal sagt, ach, ich hätte gern nur ein Gramm Gras, ja, die muss dann mindestens 5 Gramm kaufen. Und ist dann vielleicht auch in Versuchung, das direkt zu konsumieren. Die Preise sind auf jeden Fall relativ hoch im Vergleich, auf jeden Fall zum Darknet, aber auch zum Straßenhandel. Gras nicht unbedingt. Das hat meistens so einen Standardpreis von 10 Euro pro Gramm, egal ob auf der Straße oder über Messengerhandel. Aber bei anderen Drogen sieht es schon oft ein bisschen anders aus. Auch da gibt's Scammer, also Betrüger, bei den Messenger-Diensten, die dann kommen und eben keinen Koks liefern, ja, sondern irgendein anderes weißes Pulver. Da liest man dann zwischendurch auch schon mal in diesen Gruppen, dass das eben passiert ist. Ein großer Nachteil ist, jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Darknet, ist, die Käufer müssen die Dealer treffen. Und das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, man muss ins Auto einsteigen. Und das ist für viele, glaube ich, kein schönes Gefühl. Das kann sehr gefährlich sein, ja, aber wie gesagt, man steigt dazu zu Kriminellen ins Auto, die, wie gesagt, auch oft in einem bestimmten Milieu so unterwegs sind, die vielleicht auch sich Verteidigungsmaterialien an sich haben und vielleicht gerade auch nochmal für Frauen nochmal ein bisschen gefährlicher. Ja, das ist natürlich eigentlich ein großer Nachteil. Und das Ganze ist dadurch ja auch nicht komplett anonym. Man nennt eine Adresse, nicht unbedingt die eigene, aber trotzdem, ja, man chattet miteinander und so weiter. Gruppen und Verkäufer wechseln schnell tatsächlich. Also als ich angefangen habe, da so zu recherchieren, ich habe so viel Zeit daran verbracht, einfach weil ich so viele Gruppen suchen musste, dann sind wieder Gruppen, wurden geschlossen und so weiter. Das heißt, ein Konsument hat vielleicht irgendwann einen Dealer gefunden, ja, der total super findet, wo er sagt, die Qualität ist auch okay und dann auf einmal ist die Gruppe weg oder der Dealer weg und man muss wieder neu suchen. Genau, und was ich ziemlich schwierig finde, ich habe ja gerade schon mal gesagt, das fühlt sich alles so einfach an, ja, das ist irgendwie hier, man tippt nur ein bisschen auf dem Handy und schon kommt eine Lieferung Koks oder irgendwas anderes. Das ist schon irgendwie eine gefährliche Sache, dass es so leicht verfügbar ist. Es wirkt aber auch so, als könnte jeder Dealer werden. Also ich habe viel, viel, viel in diesen Gruppen mitgelesen und ich habe auch oft irgendwie sehr junge Leute da schreiben gesehen, wo man schon merkt, irgendwie, ja, die wollen das auch machen, weil es wirkt so einfach, ja. Ich kaufe mir irgendwie eine größere Menge von irgendjemandem und dann kann ich das ganz leicht hier verkaufen. Ja, und man muss sich natürlich immer noch bewusst machen, dass das, wie gesagt, kriminell ist, dass es einen Straftatbestand hat und gerade die Konsumenten werden zum Glück nicht so hart bestraft, zum Teil, zumindest hier in Berlin. In anderen Bundesländern sieht das schon ein bisschen anders aus, aber wenn man dealt, das ist eine andere Nummer. Ja. Und das wirkt eben oft sehr, sehr einfach. Dealer rekrutieren auch zum Teil. Also gerade diese größeren Gruppen rekrutieren tatsächlich auch in diesen Messenger-Gruppen.
Genau, etwas ganz kurz, worauf ich jetzt noch nicht so eingegangen bin. Es gibt tatsächlich nicht nur über Messenger-Dienste Drogenhandel, sondern auch auf Instagram gibt sowas, warum auch nicht. Ja, da erreicht man extrem viele Leute. Das läuft aber da alles ein bisschen anders. Instagram ist ja klar, da geht es viel um Fotos und Stories. Das heißt also, die Dealer posten Fotos und Stories mit Drogen drauf. Das wird von Instagram tatsächlich nicht gelöscht, weil die schreiben natürlich direkt dazu, irgendwie nichts zu verkaufen, nichts zu verkaufen, aber jeder weiß, klar, das ist das, was die wollen. Und die können natürlich da mit Hashtags werben. Das heißt, wenn jetzt Leute irgendwie, ja, weiß nicht, Green oder irgendwas einfach nur suchen, dann kommen sie zum Teil direkt zu Dealern, auch wenn sie das gar nicht vorhatten. Ja. Genau, da sieht so aus, dass Dealer eher den Kunden, also potenziellen Kunden folgen und die Kunden ja auch den Dealern, aber da geht vieles eher von den Dealern aus, das heißt, Dealer kontaktieren Kunden auch direkt, machen quasi eine Kaltakquise, heißt also auch da kann es vorkommen, dass man gar nichts mit Drogen am Hut hat und auch keine haben möchte, ja, und dann kontaktiert einen eben ein Dealer. Und leider wissen wir alle, also bei Instagram, das ist so das Medium der Jugend, würde ich sagen. Und das heißt, es sind sehr viele junge Leute, viele Teenager unterwegs, die dadurch dann eben direkten Kontakt haben zu Drogenhändlern. Bei Instagram ist es eher wieder so national, das heißt also dieser Verkauf und auch der Warenversand erfolgt über die Post und dann auch wieder über Bitcoin meistens, manchmal auch über so Voucher-Geschichten, so Paysafe-Karten und sowas, aber hauptsächlich Bitcoin. Und die Akquise findet auf Instagram statt, aber die Kommunikation wird dann meistens schnell weitergeleitet auf Telegram oder auf Wicca oder auf einen anderen Dienst. Ja, und wie gesagt, der Fokus hier eben leider besonders auf minderjährige Kunden. Ja. Genau, mal ein kurzes Bild, wie das hier so aussieht. Da kann man sehen, wie gesagt, also da wird er sehr stilistisch gearbeitet und sehr designmäßig. Das soll alles gut aussehen. Und genau, das heißt, die Leute bewerben das ja wie irgendwie, weiß nicht, wie so ein Sneaker bewerben würden oder was auch immer. Und dadurch wirkt das natürlich auch so ein bisschen verharmlosend, das Ganze. Hier unten sieht man auch wieder mal so größere Mengen. Nie der Beweis, dass die Person, die das postet, das auch irgendwie besitzt. Ja, die kann ja irgendwelche Fotos posten, aber zum Teil fallen die Leute natürlich trotzdem darauf rein. Und da sieht man auch, die Hashtags sind jetzt leider hier nicht einsehbar, aber die Leute machen dann jede Menge Hashtags da dran, ja, damit das auch auf jeden Fall gefunden wird. Auf Instagram auch sehr beliebt übrigens, sieht man hier zum Beispiel rechts, nicht nur so die klassischen Partydrogen, sondern das, was ja jetzt ziemlich beliebt ist, auch durch Hip-Hop bekannt gemacht, sind Benzodiazepine, also das heißt Beruhigungspillen wie Xanax und andere Sachen und natürlich auch Codein und Tilidin. Die Teenager hören das im Deutschrap und brauchen dann eigentlich nur auf Instagram danach suchen und werden dann relativ schnell zu einem Dealer geführt, der ihnen das auch verkaufen kann. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Ende. Genau, die Polizei, was macht die eigentlich? Weiß die schon davon? Ja, tut sie. Aber es sieht zum Beispiel so aus, dass die Plattform, also Instagram und Facebook, keine Konsequenzen ziehen, Telegram sowieso nicht. Das heißt also, ja, obwohl das denen klar ist und dass es da diese Fotos gibt, werden noch nicht mehr die Fotos gelöscht oder sowas, ja, sind total hart bei Körperbilder von bestimmten Regionen, aber bei Drogen nicht. Genau, Telegram kommuniziert ja, dass sie ganz bewusst gegen Zensur und Kontrolle sind. Deswegen darf da jeder schreiben, was er will. Ist natürlich auf der einen Seite gut, auf jeden Fall, dass da eine freie Kommunikation stattfinden kann. Aber man sieht eben auch, dass das natürlich dann auch von vielen genutzt wird, wo es eben schwierig ist. Ne? Das heißt, also wie gesagt, jetzt gerade so in der letzten Zeit hat man das ja mitbekommen, Telegram wird auch so die Heimat von Rechtsradikalen, von Waffenhändlern auch und natürlich von den Covidioten. Genau, die Polizei, wie gesagt, hat das auf dem Schirm, hat aber sehr schwer Zugang natürlich zu den Daten. Telegram gibt die natürlich nicht so einfach raus.
Wenn sie Daten bekommt, dann werden die eben ausgewertet. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Dann können auch vielleicht mal Kundendaten geleakt werden. Die Polizei ermittelt so ein bisschen auch in diesen Messenger-Gruppen. Und ich weiß nicht, ihr fragt euch jetzt bestimmt eh vielleicht, naja, wenn der Dealer direkt dahin kommt, warum sagt die Polizei dann nicht, schreibt denen, bestellt was und steigt dann ein und nimmt die fest. Die Polizei hat natürlich eher meistens die Absicht, die Leute dahinter zu bekommen und nicht die kleinen Fische, die da rumfahren und das nur verkaufen für die großen Händler. Und deswegen ist das oft alles ein bisschen größer angelegt, wenn die Polizei versucht, dahinter zu kommen. Genau, noch so ein paar Erkenntnisse aus meiner Recherche und so für die Drogenarbeit, aber vielleicht auch für die Polizei. Leuten wird der Zugang erleichtert, jungen Konsumenten vor allem. Man hat Zugang zu fast allen Substanzen, die man möchte, an die man vorher vielleicht gar nicht dran gekommen wäre. Ja, die Dealer wenden so klassische Marketingtechniken an, Sonderangebote, Bilder, haben eigene Logos und Designs, Treuepunkte. Also ist ein sehr, sehr nahe am klassischen Handel und am klassischen Online-Handel vor allem auch. Genau, diese ständige Verfügbarkeit, habe ich auch gesagt, führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Leute deutlich mehr konsumieren als vorher und dass sie auch vor allem mehr kaufen, als sie benötigen vielleicht. Genau, ganz wichtig, ja, die Konsumenten kommen eben in Kontakt mit Kriminellen, die dann auch andere Produkte verkaufen, andere illegale Produkte. Es gab eine große Nachfrage in diesen Gruppen zum Beispiel nach Falschgeld oder nach anonymen SIM-Karten. Geklaute Handys werden verkauft, manchmal auch Waffen. Und auch was ich schon mal erwähnt hatte, die Karriere als Dealer wirkt plötzlich sehr leicht und lukrativ. Es ist eine niedrige Hemmschwelle da. Man hat auf einmal den Zugang dazu, ja, was Leute gar nicht vorher hatten und denken sich halt, ja, das probiere ich jetzt auch mal aus. Genau, das ist nur so ein kurzer Überblick von Drogen, die viel nachgefragt wurden. Also Cannabis auf jeden Fall ganz vorne, dann kommt direkt das Koks, dann eher viele Partydrogen und zum Schluss sowas wie Psychedelika oder Opioide. Das heißt, gerade so der Telegram-Handel ist jetzt nicht die Plattform, wo vor allem die Straßendrogen verkauft werden, wie Heroin zum Beispiel, sondern es geht schon eher an so Partykonsumenten. Genau, es werden auch viele neuartige Substanzen nachgefragt. Es gibt so ein paar Trends, also zum Beispiel eine hohe Nachfrage, habe ich so festgestellt, an Mephedron und 2CB, das sind so Research Chemicals, oder nach Cali-Weed, also Gras aus Kalifornien, das eben besonders gut sein soll. Ja, und natürlich, wie gesagt, auf Instagram Tilidin und Xanax und diese Geschichten. Ja, das Fazit ist so, würde ich sagen, dass das Internet wie in mittlerweile eine sehr große Rolle spielen. Messenger-Dienste auch, das Darknet auch. Und das wird eben immer wichtiger. Und gerade im Bereich Drogenhandel ist es nicht zu unterschätzen. Ja, da ist auch vielleicht die Polizei noch nicht, die wissen das zwar, aber ich glaube, denen ist noch nicht ganz so bewusst, vielleicht wohin das noch führen kann, auch wenn es jetzt noch relativ klein ist. Es gibt deutlich mehr Sicherheit und Anonymität für die Konsumenten und Dealer, also praktisch eben für diese beiden Seiten des Handels. Der Zugang ist ziemlich leicht. Das ist eine sehr große Sache, wie ich finde. Also, dass Leute, die früher nie irgendwie die Möglichkeit gehabt hätten, generell Drogen zu kaufen vielleicht, da rangekommen wären. Und jetzt ist das ein paar Klicks entfernt. Ja? Und das führt dazu, dass natürlich, also Drogen werden deutlich mehr konsumiert als früher. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Messenger-Handel so, das ist alles noch relativ klein, sondern das sind auch die offiziellen Zahlen, ja, von den europaweiten und internationalen Reports zu dem Thema. Und deswegen sollte die Politik da irgendwie handeln und sich mal darüber Gedanken machen, wenn immer mehr Leute Drogen nehmen, was man da vielleicht machen könnte. Und für so Leute wie uns oder wie mich, die in diesem Bereich so arbeiten oder ehrenamtlich arbeiten, ist das natürlich auch ein guter Informationsgewinn. Ja, das heißt, wie gesagt, man kann eben Trends sehen und kann dadurch auch reagieren auf das, was da so passiert. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen, habt vielleicht ein paar neue Informationen bekommen
Und genau, ich glaube, es gibt jetzt noch ein kleines Q&A, das moderiert wird. Und da kann ich vielleicht noch ein paar Fragen beantworten. So. Ja. Ihr könnt gerne Fragen via Twitter und RIT-Chat stellen. Also im Großen, also die meisten Leute, die so in diesem Bereich irgendwie tätig sind, die würden wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall eine Legalisierung. Ist ja, glaube ich, den meisten klar, Cannabis-Legalisierung ist schon lange gefordert, auch in Deutschland, findet auch in immer mehr Ländern statt. Es ist aber tatsächlich auch von vielen Leuten eine Nachfrage da, ob man das nicht mal ganz legalisieren könnte, weil das ziemlich viele Vorteile hätte. Das ist eine Sache, ist natürlich eine krasse Sache, die wahrscheinlich erstmal nicht so stattfinden wird. Es gibt Länder, die das dekriminalisiert haben, wie zum Beispiel Portugal. Ist ein anderes Thema, aber zum Beispiel für mich wäre eine Konsequenz auf jeden Fall deutlich mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das ist zum Beispiel das, was wir machen. Also in dieser Arbeit, wir versuchen Leute erstmal aufzuklären, was nehmt ihr da eigentlich, was macht ihr da? Das ist immer noch viel zu wenig. Ja, in Schulen wird meistens nur aufgeklärt, irgendwie, das ist alles illegal und so. Und da könnte man zumindest relativ viel machen, dass die Leute zumindest wissen, was sie da eigentlich nehmen. Na. Genau. Nee, es hat sich also seit dem Beginn auf jeden Fall deutlich gesteigert. Also so die Leute, die das wahrscheinlich so verfolgt haben, so Silk Road und solche Geschichten, ne, das war der erste große Drogenmarkt im Darknet. Das war eine Zeit lang komplett unter Verschluss, da konnte die Polizei relativ wenig machen und hat dann aber irgendwann angefangen, da deutlich mehr zu machen. Und deswegen werden auch jetzt die Drogenmärkte deutlich häufiger hochgenommen. Manche halten sich nur ein paar Monate und sind dann schon wieder weg. Wie viele genau schon geschnappt wurden, weiß ich leider nicht. Also da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht großartig viele offizielle Zahlen zu. Ist immer noch sehr viel stärker analog. Als dieses Thema aufkam mit Darknet, also Drogen kaufen übers Darknet, dann so, oh Gott, ja, das wird ja, irgendwann kaufen die Leute nur noch übers Internet. Es ist aber nicht so. Trotzdem vergrößert sich das. Ist wie im normalen Handel auch, ne? Die E-Commerce-Online-Handel-Zahlen steigen jetzt natürlich durch Corona nochmal extrem, aber auch ohne Corona wäre es immer weiter hochgegangen. Das ist bei Drogen auch so. Tatsächlich ist es aber noch relativ klein. Auch dieser Messenger-Handel ist noch relativ klein. Also es ist, wissen mittlerweile immer mehr Leute davon, aber viele haben noch so diesen klassischen, ich gehe zu meinem Dealer oder ich gehe zur Straße. So prozentual kann ich schwer sagen, aber der analoge Handel überwiegt bei weitem immer noch. Also ich würde sagen, so 80-90% ist analoger Handel. Hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwo gelesen. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, von denen, die schlecht zu verstehen sind? Also genau, ob es Insta-Profile gibt, die das so ein bisschen ironisch betrachten, wüsste ich jetzt tatsächlich, wie gesagt, Hip-Hop-Geschichte auch, ne, hier Chili D und so, weiß ich leider, ich bin wenig auf Instagram unterwegs tatsächlich, ich bin schon zu alt, nee, aber habe ich noch nicht entdeckt, großartig. Thank you.
Sollten sie auf jeden Fall, ja, sind sie nicht, aber es ist schon penetrant zum Teil. Also, wie gesagt, ich habe da ja so viel mitgelesen und wenn ich das alles angehabt hätte, ich wäre ja durchgedreht. Also, es ist wirklich so tak, 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 ja, wie die Leute da posten. Ja, danke euch auch. Viel Spaß noch.